Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren großen Video auf meinem Kanal. Ja, ich hatte gestern ja mein Video hochgeladen, das über eine Stunde ging. Also hätte nicht gedacht, dass es so ein langes Video war. Und das hat mir einfach auch so ein bisschen so Spaß gemacht, einfach über einen längeren Zeitraum einfach so zu filmen und euch so ein paar Tage mitzunehmen, also hin und wieder mal, so wie es mir am besten so geht und ich dann auch so ein kleines Update mache. Es ist natürlich auch eine schöne Erinnerung für mich selber, wenn ich dann das Video, sage ich mal, in einem Jahr oder in 2 Jahren mir dann selber anschaue. Und ja, ich mache jetzt einfach weiter, das ist die Fortsetzung und heute gibt es dann wieder einen neuen Vlog. Der wird dann auch wieder über mehrere Tage gehen und mal schauen, wann ich den dann hochlade. Ja, ich hatte ja gestern erzählt, dass ich heute ja zu einem Flohmarkt wollte, glaube ich. Und dann wollte ich auch nochmal diesen plüschigen Overall von Ernest Family zurückgeben. Und ja, ich habe dann so ein paar Erledigungen heute Morgen gemacht und war dann auch schnell wieder zu Hause, schneller als gedacht, weil mein Mann ist jetzt 1:15 zum Haus gefahren oder 20:20 oder gegen 12:30 auf jeden Fall. Und er wollte heute mit seinen Eltern wieder Tapeten abkratzen, also es müssen nur noch im Flur, also im Treppenhaus, im unteren Flurbereich, also da die Treppen weg, die Tapeten weggemacht werden. Und ja, deswegen ist er heute wieder hingefahren. Heute haben wir Samstag, den 25. September. Und ich war heute Morgen auf dem Weg zu einem Kindergarten. Die hatten nämlich auf dem Außengelände hatten die Flohmarkt. Und ich bin nämlich auf der Suche nach Alvi-Schlafsäcken. Und die sind im Original ja sehr teuer. Die kosten so circa 60 Euro unter anderem. Und da brauche ich halt einfach auch nochmal welche. Und ja, da habe ich 2 ergattern können. Und auf dem Hinweg dorthin habe ich einen Teddy entdeckt. Also ich kannte schon den Teddy. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, ja, ich möchte so gerne nochmal in einem anderen Teddy und deswegen sind hier auch so ein paar Sachen, die ihr da sehen könnt. Die werde ich dann nachher abfilmen. Ich hatte gestern auch einen Teil schon gefilmt, hatte dann auch so einen gemischten Haul gemacht und dann als ich dann mein Action- und Teddy-Haul gestern hochgeladen habe, habe ich dann gesehen, dass ich da teilweise auch schon Sachen gezeigt hatte und das passte ja dann nicht. Also ich werde im Anschluss auch noch einen Haul zeigen, Teddy und einen Euroladen. Da könnt ihr auch gerne gucken. Der wird wahrscheinlich zuerst hochkommen, bevor ich dieses Video hochlade, weil dieses Video wird ja auch einige Tage in Anspruch nehmen und oder vielleicht auch 2 Wochen wieder oder 2,5 Wochen, weil ich euch dann ja immer so ein bisschen mitnehme. Ja, und danach war ich bei diesem Kindergarten gewesen, kannte ich auch nicht, war da in so einer unbekannten Gegend auch eher. Und da hatte ich mir heute Morgen den Weg halt aufgeschrieben, wie ich da hinfahren muss ungefähr. Ja, und ja, sie hatten einige Stände, aber nicht ganz so viele. Also deswegen war ich auch schneller durch. Also die hatten schon so das ein oder andere. Und ja, ich wollte hauptsächlich Schlafsäcke haben und ich habe auch gute Schnäppchen gemacht. Also dadurch, dass diese Alvi-Schlafsäcke im Original sehr, sehr teuer sind, habe ich einmal diesen hier. So sieht der einmal aus. Der hat die Größe 50, 56 und da gehört dieses hier dazu. Das zieht man dann auch dem Baby an. Und dann dieses hier. Und dann habe ich noch diesen hier. Der ist dann 62, 68. Und ich hatte nämlich bei diesem Flohmarkt, von dem ich euch gestern erzählt habe, dem Online-Flohmarkt, da habe ich auch einen Alvi-Schlafsack. Ich weiß gar nicht mehr, welche Größe ich da habe. Da müsste ich aber nochmal gucken. Und das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, weil ich denke mal, ich werde einige mir davon kaufen. Also morgen ist nochmal ein Flohmarkt. Also wir haben ja mehrere Flohmärkte immer so parallel.
Und morgen, da werde ich dann auch zu einem, also Kinder- und Babyflohmarkt hinfahren und ich hoffe, dass ich dann auch noch mal was finde. Jedenfalls, bei uns ist das so, das habe ich ja schon mal erzählt. Unsere Wohnung ist ja relativ kalt im Winter. Also ich hatte es auch die letzten Tage gemerkt. Ich habe so gefroren gestern. Auch gestern habe ich mir einen Tee gemacht. Ich hatte so einen Schwangerschaftstee und ich habe mir Kerzen angemacht. Ich habe so gefroren, weil mir so kalt war. Und ich muss auch sagen, jedenfalls bei uns trocknet auch die Wäsche nicht so gut in der Wohnung. Gerade diese ganzen Baumwollsachen, das dauert immer Ewigkeiten, bis das trocken ist. Und wenn mein Baby zum Beispiel mit der wegen der Milch irgendwie spucken sollte mal und dann im Schlafsack ist und dann im Schlafsack dann mit der Babymilch und ja, den ich dann waschen muss, dann habe ich ja da keinen Schlafsack, also brauche ich davon ein bisschen welche, weil das Trocknen wird auch längere Zeit auch in Anspruch nehmen und ich habe keinen Trockner und das ist dann schon ein bisschen. Und ich finde, ich habe insgesamt, also für diesen hier mit den Sternchen habe ich 10 bezahlt und für diesen gestreiften habe ich 6 € bezahlt. Also dafür kann man gar nichts sagen. Also meine Schwester hat so gemeint, so man kann ruhig so circa 12 € für einen gebrauchten Alvi-Schlafsack auch ruhig ausgeben. Odenwälder ist auch eine gute Marke, weil die 100% Baumwolle haben. Also im Sommer ist das zum Beispiel was anderes. Da kann man auch ganz normale nehmen, sage ich mal, wie von Lidl oder von anderen ja, Geschäften, sage ich mal. Da braucht man nicht unbedingt einen Magenschlafsack. Weil wenn das Baby im Winter geboren ist, kann es dann schon im Sommer schon besser seine Körpertemperatur regulieren. So hat mir das meine Schwester erklärt und ja, deswegen kaufe ich jetzt ein paar, weil ich sag mal so, wenn ich die irgendwann später, wenn wir die nicht brauchen, ne, dann kann ich ja trotzdem die ja auch verkaufen. Also die gehen ja ganz gut und ich hatte ja bei eBay hatte ich auch geguckt, da hatte ich mal mitgeboten, aber dann habe ich das völlig vergessen, weil ich dann unterwegs war und unterwegs habe ich kein Internet. Und ja, dann waren die schon weg. Aber da muss man dann immer gucken, wie dann geboten wird und wie dann quasi, ja, das Gebot dann ist am Ende und dann mit Porto, dass man dann, dann trotzdem noch günstig wegkommt. Also so finde ich das eigentlich eine gute Sache mit dem Flohmarkt. Und da habe ich dann, sage ich mal so, 2 bekommen und ich habe noch einen anderen auch noch. Und weil die Kinder wachsen ja also immer mit der Körpergröße, braucht man dann auch dementsprechend auch einen Schlafsack. Ja. Ja, das ist einmal dazu. Ich mache mir dann gleich Mittagessen und dann werde ich den Holden dann gleich euch dann ja drehen für euch. Also der wird dann natürlich vorher kommen. Ja. Und dann werde ich nachher noch weiterpacken mit den Sachen und hier aufräumen. Und ja, das wäre es erstmal so für den ersten Stand. Wir können uns ja nachher nochmal sprechen, indem ich nochmal mich melde eventuell. Und ja, heute wollte ich auch Pizza backen. Ja, das wollte ich dann so machen. Ja, ach ja, ich wollte ja noch sagen, ich war ja noch im Ernest Family auch noch gewesen. Und im Ernest Family, da habe ich das zurückgegeben. Also ich hatte erst geguckt, ob sie diesen Overall, den ich so schön fand, ob sie den in 56 haben. Aber den hatten sie nicht mehr. Und die Frau in der Kasse hat auch gesagt, dass sie den nicht mehr haben. Und sie hatte zwar gefragt, ob ich mir was anderes für das Geld aussuchen möchte, aber dann habe ich dann nein gesagt. Also habe dann das Geld wieder zurück überwiesen bekommen. Und ja, wenn ich vielleicht nochmal in einen anderen Ernest Family komme, dann kann ich da auch nochmal gucken. Ja, aber ich glaube, das wäre zu viel, wenn ich denn den noch in 62 hätte und in zweimal in zwei Overalls 62. Das finde ich dann, glaube ich, ein bisschen viel. Da muss ich so ein bisschen gucken, von was ich so ungefähr immer was habe. Und ja, weil eigentlich so, ich denke mal, so ein 56 ist das bestimmt ganz gut, wenn ich da dann auch einen habe. Ja, für die Winterzeit. Ja, das war dann einmal dazu. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nachher wieder.
Ich habe noch was vergessen. Diese Söckchen, die habe ich auch zu dem Sternchen, ja, Schlafsack bekommen. Also die sind auch richtig schön. Also hier sind ja zwar sowas noch dran, aber das ist nicht schlimm, das kann ich ja abmachen. Also die sind auch richtig schön warm, denke ich mal, fürs Baby. Und die hat sie mir geschenkt. Also die Verkäuferin war auch richtig nett. Ja, ich habe eben mein Teddyhaul gedreht und ich hatte auch so ein paar Sachen gezeigt aus dem 1-Euro-Laden und von Aldi. Ja, den werde ich dann heute dann hochladen. Ja, ich hoffe mal. Und es ist so schönes Wetter. Es scheint so richtig schön die Sonne. Ich möchte auch richtig gern noch mal raus. Ich habe ja diese ganzen Stufen. Das wird auch schon anstrengend. Als ich dann heute Mittag nach Hause kam, habe ich gemerkt, oh, das ist schon echt anstrengend. Diese Treppen auch immer hoch. Deswegen wollte ich immer so ungern lieber nur einmal am Tag die Treppen hoch. Aber manchmal geht das nicht anders. Manchmal, wenn man dann irgendwie noch mal was macht oder so, dass man dann noch mal hochgeht. Auf jeden Fall, ja, ich würde schon gern noch mal raus. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall esse ich gleich Mittag und dann werde ich ein bisschen aufräumen, dann noch was verpacken quasi so ein bisschen und ja, dann wollte ich schon ein bisschen so Pizza vorbereiten, weil es ja auch ein bisschen dauert mit dem Teig und so und dann mal gucken, wie es mir dann geht, ne? Also ob ich dann noch fit bin für einen Spaziergang. Ja, ach ja, ich wollte auch noch sagen, ich habe gestern das gar nicht mehr bestellt mit den Umstandssachen, weil ich hatte dann noch abends einen Karton noch gepackt an Bastelsachen. Und dann war mir das irgendwie schon zu spät. Auf jeden Fall. Ja, ich stehe jetzt im Moment auch immer früh auf, beziehungsweise ich werde immer früh morgens wach gemacht, weil mein Kleiner, der bewegt sich ja jetzt ganz viel. Und bei ihm ist es so, er bewegt sich immer morgens ganz früh. Also gestern hatte ich das so, da hat er sich um 5 Uhr, das war so um 5 Uhr, da hat er sich gemeldet und hat er sich so ganz viel bewegt. Und ja, manchmal habe ich das dann so, dass, oder die anderen Tage dann auch oft öfters mal so um 7 Uhr. Also dann weiß ich auf jeden Fall, er merkt und dann tretet er ganz viel. Aber auch abends, wenn er dann nochmal schlafen geht, dann tretet er auch nochmal so. Es ist dann immer so, als würde er so dann einen so begrüßen oder auch gute Nacht sagen oder so. Wenn, dann weiß ich, er legt sich dann schlafen und so. Er hat das hin und wieder mal, dass er sich dann auch mal so bewegt. Das ist so ganz schön. Ja. Auf jeden Fall, dadurch stehe ich dann meistens immer sehr früh auf, aber ich habe ja dann morgens auch immer einiges, was ich dann auch morgens auch immer so mache, unter anderem, ja. Und ja, jetzt werde ich gleich erstmal essen, in der Küche noch was machen und ja, dann gucken wir mal, ob ich dann heute noch weiter drehe. Ja, jetzt geht's weiter. Wir haben immer noch den gleichen Tag. Jetzt ist gleich 16 Uhr und ich bin voll müde geworden. Ich habe noch nicht wirklich viel gemacht, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall, das ist manchmal so, dann überkommt es mich und dann bin ich voll müde. Also ich werde mich gleich aufs Sofa legen. Und ja, guckt euch mal dieses coole Teilchen an. Das hat nur 1 $ gekostet. Das habe ich bei meinem letzten USA-Besuch gekauft. Das war im September 2017 im Dollar Tree. Ich liebe Dollar Tree. Also Dollar Tree ist ein richtig cooler Laden. Da kostet jedes Produkt 1 $. Und es gibt bei YouTube gibt es echt viele amerikanische YouTuber, die so Shop with Me machen. Also die einfach nur in den Laden filmen und nur die Sachen zeigen, die es dort immer aktuell gibt. Und es gibt auch Dollar Tree Hauls. Da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken. Also die haben richtig schöne Sachen. Also auch Richtung Halloween, Weihnachten. Also jahreszeitlich so. Und ja, das wollte ich dann gleich irgendwann, wenn ich wieder fitter bin, aufhängen. Also ich bin im Überlegen, ob ich das an meinem Wohnzimmertür mache, also von innen, damit man das immer so schön sieht, oder ich mache das an die Küchentür. Ja,
Ich habe unten im Keller habe ich auch noch eine Kiste. Da sind auch so ein paar Herbstdekorationen drin und auch Halloween-Sachen. Aber die ganze Kiste jetzt hochholen, dann müsste die mein Mann hier hochholen. Und hier sind hier schon so diese ganzen Umzugskartons. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich so nur so ein paar Teilchen ja geholt. Ich hatte ja heute Mittag ja auch meinen Teddy Hall gedreht und hier sind ja auch so einige Sachen, die ich gekauft habe. Aber ich werde die jetzt auch einpacken. Ich habe nämlich ja gestern ja so einen Umzugskarton angefangen zu packen mit Bastelsachen und ja, irgendwie habe ich so gedacht, ja, es ist schon schwachsinnig, sich noch irgendwie Bastelsachen zu kaufen, um das nur einzupacken. Aber ich sag mal, wenn man so schöne Sachen sieht, also man kann einfach nicht anders. Also ich jedenfalls als Bastler kann das nicht. Also wenn ich da was Schönes sehe, dann nehme ich das mit. Also ich bin da schon besser. Also nicht so wie vorher, dass man immer was kauft und so. Das liegt auch daran, dass ja, weil man einfach, die Situation hat sich einfach auch ein bisschen geändert bei mir generell. Aber wenn ich mal was Schönes sehe, kann man es immer für 1 € oder so mitnehmen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Also von daher packe ich das jetzt ein. Und also ich denke ganz oft immer so, dass ich mich super freue, wenn ich wieder so richtig basteln kann. Also ich vermisse das eigentlich schon so. Also mir macht das hier auch unheimlich Spaß. Ja, das ist einmal das. Vielleicht kann ich euch auch noch mal diesen coolen Kürbis zeigen. Den habe ich mal im Teddy gekauft. Der ist hier verpackt. Den hatte ich mir auch aus dem Keller geholt. Der hat so ganz viel Glitzer. Und unten kann man den auch so anmachen, meine ich. Und dann leuchtet der. Aber da müsste man auch die Batterie wechseln. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Ich gucke mal. Ich öffne das jetzt einfach mal. Schaut mal, der funkelt so richtig. Also der glitzert so richtig. Also das ist schon ganz schön cool. Ich weiß gar nicht, wie der teuer gekostet hat. Also der ist auch relativ leicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch sogar Styropor, das dann so mit Glitzer so dran gemacht wurde. Also das ist, ja, den habe ich dann einmal. Und ich hatte im Juni, da war ich auch einmal im Teddy gewesen. Das hatte ich euch, glaube ich, aber nicht gezeigt. Da hatte ich aus so einer Schnäppchenkiste eine, ja, Kürbisgesichter Girlande gekauft. Die war im Sale. Ich weiß gar nicht, wie teuer die war. Aber die war, ich glaube, die hat nur 55 Cent gekostet. Sonst hat die 2 gekostet. Und die wollte ich dann in der Küche aufhängen ans Fenster. Das wollte ich auch noch machen. Ja. Ja, jetzt lege ich mich erstmal so ein bisschen hin und am Sofa und ruhe mich aus, damit ich dann gleich wieder fit bin, weil ich bin irgendwie total müde. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich morgens immer, ja, habe ich ja euch ja schon erzählt, dass ich morgens früh immer geweckt werde und ja, irgendwie bin ich jetzt auch müde. Das ist das, was ich euch gesagt habe, warum ich so. Ja, jetzt vieles auch schon im Voraus machen möchte. Ja, wie Geschenke besorgen für den nächsten Geburtstag oder schon für Weihnachten so, weil man weiß ja nie, wie es einem dann gesundheitlich geht so und dann kann man gar nichts nachher mehr machen und dann ist man vielleicht dann traurig, weil man das dann alles nicht mehr so hinbekommt und deswegen, ja, mache ich jetzt so gut einige Sachen. Ja, jetzt im Vorfeld auch schon. Deswegen habe ich ja auch schon einige Sachen so gekauft für Weihnachten im Teddy. Also zum Beispiel Geschenktüten. Den Haul habt ihr ja jetzt bestimmt gleich auch schon gesehen, sage ich mal, weil ich den ja im Vorfeld vor diesem Video ja hochladen werde. Ja, jetzt lege ich mich erstmal hin und ich hoffe, dass ich dann entweder etwas fitter bin, dass ich dann weiter einpacken kann und aufräumen kann. Ja, dann bis später irgendwann oder bis die Tage. Für euch geht es ja im Anschluss gleich weiter.
So, da habe ich so kleine Pizzabrötchen gemacht. Also das sind, die habe ich beim Aldi gekauft. Zwei für mich und vier kann mein Mann essen. Ich wollte ja Pizza machen und ich habe 1,5 Stunden geschlafen. Mittlerweile ist es schon 6:45 Uhr. Ja, also ich hatte ja beim letzten Stand wollte ich mich hinlegen und dann so ein bisschen ja auf dem Sofa gucken, welche Umstandsjacke ich mir bestellen kann und welche Pullis. Und dann bin ich eingeschlafen. Ich konnte noch nicht mal gucken, was ich für eine Jacke bestellen wollte. Also ich bin dann sofort eingeschlafen, 1,5 Stunden. Und dadurch habe ich nichts geschafft, auch keinen Spaziergang mehr, kein Aufräumen mehr. Ich wollte ja ein bisschen herbstlich noch dekorieren und alles nicht geschafft. Und mein Mann ist ja dann irgendwann nach Hause gekommen und ja, dann war es irgendwie schon zu spät für Pizza. Dann war er noch im Aldi gewesen, da hat er noch ein paar Kleinigkeiten geholt. Dann werde ich morgen die Pizza machen. Und ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich mache eine Tomatensuppe. Die hatte ich letzte Woche irgendwann schon mal gemacht. Die schmeckt so ganz gut. Ich kann euch die einfach mal so ein bisschen grob zeigen. Ihr braucht einmal so eine Packung passierte Tomaten. Die habe ich da reingemacht. Dann so eine Packung Tomaten, also richtige Tomaten. Die habe ich geschält und die habe ich hier schon püriert. Die kommt dann hier rein. Dann kommt hier auch noch ein Becher Creme Fraiche rein. Was auch sehr gut ist, wenn ihr zum Beispiel Creme Fraiche Kräuter habt. Das hatte ich jetzt nicht. Ich werde dann da einfach das mit Oregano oder auch Basilikum kann man einfach da reintun. So verschiedene Sachen nach Geschmack. Und dann kommt, wird das Ganze mit ja, noch Sahne ein bisschen verfeinert und dann ist die Suppe fertig. Das ist so eine cremige Suppe. Schmeckt so ganz lecker. Die mache ich jetzt einfach, weil das jetzt ein bisschen schneller gehen muss. Ja, das wollte ich euch einmal so zeigen und ja, ich werde danach hoffe, dass ich dann ein bisschen fitter dann bin und dass ich dann ein bisschen meine Lichterkette ans Fenster anbringen kann und dann ein bisschen aufräumen und dann lege ich mich auch wieder ins Bett und gucke, ob ich das dann bestellen kann. Morgen ist zum Glück ein neuer Tag. Vielleicht geht es mir dann besser. Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn das wieder anfängt, dass man müderer wird und so, dann schafft man leider nicht das, was man sich so ja vornimmt. Aber ich hoffe, dass es morgen wieder besser ist. Ja, für euch geht es ja im Anschluss gleich weiter und ja, und ich denke mal, ich nehme euch morgen vielleicht eventuell noch mal mit oder die nächsten Tage, mal schauen. Und ja. Das wäre heute einmal zu dem Samstag. Ja, heute haben wir den 26. September. Ich war jetzt bei dem Flohmarkt gewesen. Ich habe meinen Mann beim Haus abgesetzt. Er wollte da noch was machen. Und ja, ich bin zum Flohmarkt gefahren. Jetzt fahre ich wieder zum Haus. Und ich habe eine gute Ausbeute gemacht. Also ich habe für 12 € verschiedene Bilderbücher geholt. Weil Bilderbücher kosten ja im Original, wenn man die ja so kauft, schon ziemlich teuer. Da zahlt man ja fast für ein Bilderbuch hier schon so 10 € manchmal. Und da habe ich jetzt einige gefunden, kann ich euch ja später zu Hause noch irgendwann noch zeigen. Und dann habe ich noch einen richtigen Schnapper gemacht. Hier sind so Bodies drin, das habe ich schon aufgemacht. Das sind Langarm-Bodies. Da sind 12 Stück drin. Und oder 8, glaube ich, 8 in der Größe 50 und 56 für 2 €. Das ist ein richtiger Schnapper. Also das gucke ich mir zu Hause nochmal richtig durch. Ja, und eine ganze Reihe an vielen Bilderbüchern. Also die Schlafsäcke hatten sie jetzt nicht, die ich so haben wollte. Ich wollte ja Alvi Schlafsäcke noch haben, aber hatten sie nicht. Also der Flohmarkt fing um 11 Uhr an und jetzt müsste es so fast, ja, jetzt bin ich fertig, fast 2 Uhr sein. Ich bin so gegen 1 gekommen oder 10 vor 1. Ja, jetzt fahre ich zum Haus.
Schaut mal, das ist meine Halloween-Lichterkette an der Küche. Die habe ich heute Vormittag aufgehangen. Die habe ich im Juni gekauft beim Teddy für 55 Cent. Das war in der Schnäppchenkiste. Sonst hat die 2 Euro gekostet. Also ich finde die richtig cool. Ja, ich bin gerade am Pizza fertig machen, beziehungsweise die Pizza zu belegen. Ich hatte heute Vormittag schon den Teig gemacht. Ja, wir sind dann so 16:45, 16:45 nach Hause gekommen. Ja, und gleich essen wir dann die Pizza und ich zeige euch die dann einfach mal gleich. So, so sieht die Pizza erstmal aus. Ich habe da Tomatensoße drauf gemacht, also so passierte Tomaten, dann Paprika, Champignons, Mais, Zwiebeln und ein bisschen Schinken. So mache ich meistens die Pizza und sonst kommt da auch noch Salami drauf. Und ja, das gibt es denn heute zum Abendessen. Und ich habe mal diesen Pizzakäse gekauft von Milram, weil es gibt ja von Milram auch diese Auflaufliebe und die schmeckt richtig lecker. Deswegen wollte ich dieses hier mal einfach mal ausprobieren. Das war im Aldi im Angebot gewesen und das mache ich dann da einfach drauf und ich habe auch schon so Pizzagewürz da drauf gestreut. Ja, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Pizza dann ganz gerne esst oder was eure Lieblingspizza ist und oder ob ihr auch gerne Pizza selber backt. Ja, dann sehen wir uns dann irgendwann wieder. Das ist die fertige Pizza, die werden wir jetzt zum Abendbrot essen und ja, dann werde ich noch ganz schön den Abend ausklingen lassen, wahrscheinlich mir noch einen Film angucken oder ich bestelle mir unter anderem ja eine Umstandsjacke und die Umstandspullis und ja, dann werde ich morgen wahrscheinlich weiter drehen und dann werde ich euch auch unter anderem ja meine Ausbeute vom Flohmarkt einmal zeigen und ja, und dann beginnt ja dann morgen auch schon die neue Woche und morgen beginnt meine 29. Schwangerschaftswoche. Ja, heute haben wir den 28.9. Ja, ich wollte jetzt zum Markauf gehen. Ich wollte jetzt ein bisschen Altglas wegbringen. Das sind so 4 Gläser und dann habe ich hier noch so eine Glasschüssel. So, die hatte ich aus dem Haus, aber die brauche ich nicht. Die wollte ich dann entsorgen. Und dann kann ich so ein paar Teile Kleinigkeiten kaufen, was ich noch so brauche. Es ist nur so blöd, wenn man zu Fuß geht. Ich darf ja nicht so viel tragen. Man darf ja in der Schwangerschaft höchstens 5 Kilo tragen. Aber 5 Kilo sind ja auch schon schwer. Das liegt einfach daran, wenn man zu schwer trägt, kann es sein, dass sich der Muttermund öffnet und dass man dann eine Fehlgeburt erleidet. Und deswegen darf man, sollte man nichts Schweres tragen in der Schwangerschaft. Und ja, ich darf das ja leider nicht. Das hatte auch die Frauenärztin gesagt. Und ja, deswegen muss ich immer so gucken. Ich wollte aber trotzdem, wenn ich nochmal nach unten gehe, noch einen Umzugskarton holen oder eventuell 2. Also die sind ja schon sehr umständlich, sage ich mal, wenn man die hochträgt. Ich brauche auf jeden Fall welche, weil gestern sind die mir ausgegangen, diese großen Kartons. Und dann war es dann schon irgendwie schon dunkel gewesen und dann wollte ich nicht mehr hoch runter. Und deswegen wollte ich jetzt gleich dann ja einen mitnehmen. Und ich wollte gerne auch noch in den Keller. Ja, da ich bin jetzt so weit und gehe jetzt gleich mal. Also ich gehe jetzt erstmal in die Küche, dann wollte ich euch noch was zeigen. Schaut mal, das hatte ich im Teddy gekauft und da wollte ich was Schönes draufstellen. Ich habe im Keller habe ich noch so einen herbstlichen Igel, weil es wäre natürlich auch schön, wenn man hier so ein Licht draufstellen könnte. Aber das hatte ich schon eingepackt, meine schöne
herbstliche beleuchtete Flasche. Deswegen, ich hatte mal 2015 zum Geburtstag von einer lieben Arbeitskollegin so eine ganz tolle selbstdekorierte Flasche mit einem Flaschenlicht, so einer Lichterkette geschenkt bekommen. Aber die hatte ich letztes Jahr im November schon verpackt und ja, die ist schon in einem der Umzugskartons. Da muss ich gucken, was ich hier drauf tue. Hier habe ich dann auch noch so eine Geschenktasche, da wollte ich dann was reintun. Beziehungsweise das sind so zwei kleine Geschenke für meinen Neffen und der bekommt ja noch zwei größere Sachen. Und aber das wollte ich schon mal einpacken. Dann habe ich das auch schon. Ja, und ja, jetzt mache ich mich auf den Weg, damit es mal nicht so spät wird. Und ja, vielleicht drehe ich ja heute dann noch mal ein bisschen. Muss ich mal gucken. So, ich bin wieder da aus vom Markauf. Ja, ich hatte wirklich das mit Gramm und Kilo wirklich abgemessen. Ich hatte dann zweimal mit dem Handy noch mal gerechnet. Und dass ich wirklich nicht über 5 Kilo komme, beziehungsweise ich bin noch unter 4 Kilo geblieben. Und ich habe noch was richtig Cooles gefunden. Das richtig tolle Babydecke mit so eine Krabbeldecke mit Winnie Pooh. Die kann ich euch ja dann später nochmal zeigen. Aber jetzt wollte ich mir erst was zu essen machen. Da habe ich das hier gekauft. Das finde ich, das ist so ganz lecker. Das kann man auch mit Reis zu machen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ja, dann habe ich noch ein paar Sachen so geholt. Aber ich denke mal, ich werde morgen nochmal zum Markauf gehen und dann die restlichen Sachen holen. Das ist echt doof, wenn man nicht so viel tragen kann. Aber das geht ja dann nicht anders. Ja, den Einkaufskorb, das habe ich jetzt doch nicht gemacht. Ja. Ich habe das jetzt einfach so so mitgenommen, so dass ich das noch tragen kann, dass es nicht so schwer ist für mich. Und ja, ich wollte auch sagen, ich habe gestern mir auch eine winterliche Umstandsjacke geholt und auch noch so zwei Kleider, also so Schirmkleider und noch einen Schlafanzug als Umstandsmode bei Bonprix und da habe ich 25 Euro gespart, weil bis zum 10. Oktober, da gibt es so einen Code bei Bonprix, da kann man auf all seine Teile, die man kauft, kriegt man dann 20%, aber man muss halt Porto auch bezahlen, aber das ist nicht schlimm und da habe ich dann 25 Euro gespart, also richtig cool, da habe ich dann ein Shirtkleid dann umsonst bekommen, quasi für den Preis. Das ist richtig cool. Und es gibt derzeit noch einen Rabattcode, also da 10% und plus freien Eintritt. Aber ich habe dann ausgerechnet, der andere Code mit den 20%, der ist günstiger. Ja, und dann habe ich gestern auch noch, ja, für meine Nichte, da habe ich auch noch mal was bestellt für Weihnachten. Und ja, da bin ich schon so froh, dass ich schon die eine oder andere Vorbereitung jetzt schon fertig habe. Ja, ich werde jetzt meinen Einkauf auspacken und ja, und dann mache ich das hier, dann esse ich das und ja, dann ruhe ich mich ein bisschen aus. Und ich habe einen Umzugskarton von der Garage mitgenommen, aber den Igel, den ich gerne mitnehmen wollte vom Keller, habe ich doch nicht gemacht. Also, das ist schon anstrengend, wenn man so verpackt ist. Also, auch wenn man nicht so viele Sachen jetzt hat oder gekauft hat und dann noch hoch muss die Treppen. Das ist echt schon anstrengend. Ja. Ich hoffe, wir hören uns dann vielleicht heute nochmal vor oder erst morgen. So, hallo ihr Lieben, heute ist der 29.09. Das ist so dieses Thermometer oder Hygrothermometer, was ich mir ja im Sonderpostenbaumarkt gekauft habe. Und hier oben sieht man einmal die Raumtemperatur und da unten sieht man dann einmal die Luftfeuchtigkeit. Und hier sieht, wenn man es genauer schaut, da ist hier so ein Smiley nach unten, also das Gesicht.
Also es ist hier im Badezimmer und hier ist 71% Luftfeuchtigkeit drin und 19,4 Grad drin. Also ich hatte mich eben fertig gemacht und unser Schlafzimmer ist direkt hier beim Badezimmer. Das ist ein offenes Badezimmer. Nicht offenes Badezimmer, sondern ein geschlossenes Badezimmer. Es hat hier kein Fenster. Und hier bildet sich auch immer total der Schimmel. Also das ist richtig doof, auch gerade bei diesen Armaturen. Weil wir haben keine Dusche, sondern so eine Badewanne, wo man duscht. Und also zum Beispiel hier ist zum Beispiel der Badevorhang. Und da hinten, also da hinten bildet sich, also ich habe ja so ein bisschen dran gefilmt eben. Sekunde, da ist schon echt Schimmel dran. Also das muss man immer regelmäßig wieder sauber machen. Also so schnell wie der Schimmel kommt, so schnell kann man das gar nicht entfernen. Also es ist echt doof. Also weil hier ist gar kein Fenster. Jetzt habe ich also das Schlafzimmer jetzt längere Zeit aufgemacht. Und heute Morgen, also als ich jetzt aufgestanden war, da war das sogar 80% Luftfeuchtigkeit. Also das ist hier wirklich nicht schön, das ist auch nicht gesund. Und ich denke mal, dass unter der Wanne hier auch ganz viel Schimmel sein wird, weil als ich im Juli bei meiner Familie war, also als ich den Urlaub gemacht habe, 16 Tage, und als ich wiedergekommen war, hat es hier so komisch gerochen, also so im Badezimmer. Und ich glaube, das war der Schimmel. Wenn du hier täglich bist, dann merkst du das, dann nimmst du das gar nicht mehr wahr. Aber ich denke mal, dass hier runter ganz viel Schimmel ist. Also ich bin ganz froh, dass ich gar nicht mehr bade, sage ich mal, in der Schwangerschaft. Also ich bin so froh, wenn wir umziehen. Also das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich hier nicht gut finde. Anfang 2019 habe ich auch das dem Vermieter gezeigt. Ich hatte denen so Fotos von dem Schimmel gezeigt, weil ich kriegte das nicht mehr weg. Es kam und kam immer mehr, und dann kam auch jemand, der hat es dann professionell wegmachen lassen, aber das ist echt schwierig. Also man hat ja dann so einen Wischer, wo man diese ganzen Fliesen, also die Fliesen sind bis oben hin, wo man die dann halt abzieht und dann nochmal abtrocknet. Und man muss natürlich auch immer das Fenster aufmachen im Schlafzimmer. Und ich weiß nicht, aber ich finde das alles sehr, sehr schwierig, weil die Wickelkommode, die soll ja dann auch ins Schlafzimmer, und kriegt das Baby ja Durchzug. Also das ist hier keine ideale Lösung. Also richtig nicht gut. Also vielleicht habt ihr irgendwie einen Tipp oder so. Was ich auch sonst auch immer mache, ist mit einer Bürste. Ich habe auch letztes Mal mit so einer alten Zahnbürste, habe ich mit Backpulver. Da schrubbe ich dann immer diese Fugen. Also hier seht ihr das, da schrubbe ich dann immer, das ist dann so ein Gemisch aus ein bisschen Wasser und Backpulver, dann schrubbe ich immer diese Fugen weg. Und man muss das auf jeden Fall immer bei diesen Armaturen da machen. Das ist echt nicht schön. Ja, also man muss komplett diese ganze Wandseite dort, ne? Also ihr seht hier so ein bisschen, also das zeige ich jetzt nicht. Es ist halt nicht so schön. Das muss ich jetzt auch. Das hat sich jetzt innerhalb von 2 Tagen wieder so stark gebildet, dass ich das gegebenenfalls heute noch machen muss. Ja. Ich muss nachher noch Wäsche runterbringen. Ich mache das so, ich wollte so ein paar Sachen. Ich habe ja so ein rosafarbenes Sofa. Und da sind so, ja, so Decken, die wollte ich dann waschen. Und ich hatte ja mein Sofa neue Decken drauf gemacht und das sauber gemacht, so ein bisschen abgestaubt und so. Und ja, seit circa 3 Wochen liegen die Decken da, weil mein Mann das nicht runterbringt, weil dann immer dann irgendwie andere Wäsche war, die dann wichtiger war. Und ja, also es ist schon schade. Ich hätte mir gewünscht, meine Waschmaschine wäre hier oben nicht kaputt gegangen. Dann hätte ich einfach selber waschen können. Dann hätte ich einfach immer einzelne Sachen reintun können und einzelne Sachen auch aufhängen können. Aber so ist es halt einfach doof. Es gibt ja beim Action diese Tüten. Kann ich euch zeigen, dann gehe ich einmal kurz im Wohnzimmer. Das ist einmal diese Tasche und die ist relativ leicht. Da werde ich dann so ein bisschen Wäsche reintun und dann kann ich mir die um die Schulter so machen und dann ist es nicht so schwer. Also ich fühle das ja dann. Also ich merke das ja dann, wie leicht oder wie schwer das dann ist. Und dann werde ich das dann so machen, weil
Das ist ja richtig leicht. Also das hat ja fast gar kein Gewicht, finde ich. Und so ein Wäschekorb hat ja schon ein bisschen Gramm. Also schon, auf jeden Fall ist dann schon schwer. Und da kann ich dann so ein bisschen Gramm sparen. Und wenn ich da so Fließdecken rein tue, dann ist das leicht. Also ich habe ja so leichte Fließdecken, wenn ich so ein bisschen meine Handtücher reintun und Küchentücher und dann kommt das in die Wäsche. Und vielleicht ist dann die Wäsche auch gar nicht so schwer. Also muss ich da mal gucken. Ja, und ich wollte auf jeden Fall noch einen Umzugskarton hochschleppen. Also der ist jetzt nicht so schwer. Und heute kommt dann die Post, also Hermes und DHL. Ich habe einmal ja bei Bonpreia bestellt, meine Umstandswinterjacke und noch so einen Umstandsschlafanzug und zwei umstandswärmere Kleider, weil das ist dann einfacher. Dann kann ich einfach eine Strickjacke drüber ziehen. Und ich habe hier meine Leggings. Und ja, dann habe ich bei Amazon habe ich noch zwei Sachen für Weihnachten bestellt für meine Nichte. Ja, das ist einmal so, was ich dann mache. Jetzt mache ich voll die Werbung für Action. Ja, jetzt mache ich lieber so. Jetzt zeige ich das jetzt, aber das jetzt Werbung für IKEA drauf. Das sind ja diese Umzugskartons. Hier seht ihr, hier sind die auch schon so ein bisschen. Ja, da wollte ich in einer anderen Ecke aufräumen. Da muss ich noch so zwei Schränke ausräumen, so ein bisschen. Also so vier, drei Schubladen, glaube ich. Und dann noch so ein unteres Fach, da sind Gesellschaftsspiele drin. Und wenn ich das eingepackt habe, so die Ecke, dann kann in die Ecke, da können wir dann diese Kartons da hinschieben. Dann schieben wir alle in eine Ecke und dann ist hier auch schon wieder Platz. Ja, man hat viel zu tun und ja, leider ist es so, dass alles irgendwie, dass ich alles einfach so selber machen muss, weil man einfach nicht so die Zeit hat. Also gestern musste er bis 17 Uhr arbeiten und dann hatte er ganz schön, also von früh morgens bis 17 Uhr und danach hat er irgendwie keinen Kopf, weil irgendwie kein Kopf mehr, so viel Arbeit und auch mit dem ganzen Haus, das alles, das ist auch, das schlaucht auch schon und ja, ist nicht so einfach und deswegen bleibt das hier alles irgendwie so an mir hängen, beziehungsweise ich muss das dann machen, aber ich kann es halt leider nicht verschieben oder so. Aber ich habe so meine Tricks, muss ich ehrlich sagen. Also manchmal mache ich das so, hier seht ihr das, diese Kisten, die habe ich zum Beispiel gar nicht gestapelt, sondern ich habe das immer so gemacht. Auf den Boden gestellt, also einen leeren Karton, und reingefüllt. Und wenn der Karton voll war, zugemacht, draufgeschrieben, was da drin war, und dann den nächsten leeren draufgestellt und gefüllt. Also das heißt, ich spare mir dann das einfach so ein bisschen. Ja. Und ich mache das auch mit dem Aufheben, mache ich auch so. Ich habe so eine Grillzange. Falls mir was runterfällt, dann hebe ich das mit einer Grillzange auf, weil man irgendwann ja nicht mehr sich bücken kann, beziehungsweise man merkt das, also wenn man so auf seinen Körper hört, merkt man einfach, ja, was geht überhaupt noch oder was ist unangenehm und dieses Bücken ist einfach nicht gut für mich und aber also jetzt, wo ich jetzt so schwanger bin und mich nicht mehr so bücken kann, merke ich, dass wie oft mir mal was runterfällt, also es ist ganz, ganz öfters mal so. Und dann liegt es einfach da. Also dann liegt es irgendwie. Und ja, das ist halt nicht so schön. Deswegen habe ich diese Grillzange. Ich hätte gern irgendwie noch eine größere. Dann könnte ich also auch andere Sachen. Also diese Grillzange, die hilft mir schon. Das ist zwar nur so ein kleines Teilchen, aber ja, ich kann euch das auch einfach mal zeigen. Das ist diese hier. Die hatte früher auch meine Mutter und mein Vater, die hatten die. Immer, die ist auch schon ja richtig alt und ja, die finde ich auch richtig gut. Die nehmen wir immer zum Grillen. Aber ich finde, ja, es ist eine gute Idee. Ich bin ja sehr erfinderisch, sage ich mal. Und ich denke mal, im Action-G haben die vielleicht auch noch größere, also beziehungsweise längere. Ich bin so am Überlegen, ob ich heute mit der Straßenbahn zum Action fahre. Weil eigentlich bräuchte ich noch Bubblefolie, also sage ich mal Luftpolsterfolie. Ich hatte da letztens mit Bilderrahmen eingepackt. Also es ist richtig cool. Und wenn man so Glassachen hat, die einem empfindlich sind oder die man sehr mag und ich möchte, dass die kaputt gehen, finde ich also so
Luftpolsterfolie richtig gut. Bräuchte ich eigentlich so ein paar von noch. Ja, aber wenn ich mir so ein oder zwei erstmal provisorisch erstmal hole. Und ich hatte gesehen im Angebot, da haben die so, ja, wie soll ich sagen, das sind so Kästen. Also mit Tiermotiv. Das sind so Boxen, wo man Sachen so reintun kann. Schaut mal, das ist sowas. Ich habe im Wohnzimmer habe ich auch noch mal so ein Regal. Ich habe so eins mit, also so ein Vierer habe ich so mit 4 Ablagen. Dann habe ich eins mit 8 und dann habe ich eins mit 12 Ablagen. Und ja, da kann man dann so welche Boxen reintun. Die sind für Kinder. Und da gibt es 2 Motive, auch mit so einem Gesicht. Und ja, die kosten im Wochenangebot nur 2,49 €. Und ich muss mal gucken, ob die ganz leicht sind. Da könnte ich also 2 mitnehmen, weil da kann man ja später auch fürs Kinderzimmer ja sowas, so ein Regal haben, also so einen Schrank. Und dann das da einfach so reinstellen mit den Boxen. Weil Kinder haben ja schon irgendwie später auch mal verschiedene Spielsachen, wo man das so reinräumen kann, und für 2,49 € kann man nichts zu sagen. Ja, muss ich dann mal gucken. Ja, und ich müsste dann noch ein paar Lebensmittel holen, weil ich ja gestern alles nicht ertragen konnte. Und hier zeige ich euch das einfach mal. Hier sind auch noch mal so Umzugskartons bis nach oben hingestapelt. Ja, ganz schön viel. Also man hat ganz schön viel Arbeit. Also gerade wenn man so viele Sachen hat. Ja, ja, ich werde dann gleich erstmal frühstücken und dann warten, bis die Post kommt und dann mal gucken, was ich dann noch so machen könnte. Erstmal so Vorbereitung. Ich habe dann schon meinen Hausschlüssel, sage ich mal, mir umgehangen. Ich habe hier so eine Kette. Seht ihr jetzt gar nicht mit den Glücksbärchis. Habe ich mir den Schlüssel umgemacht. Der ist sonst immer in meiner Umhängetasche, wo ich alles drin habe. Ich habe jetzt so eine Tasche, wo ich ja auch Mutterpass und so Portemonnaie und alles drin habe, damit ich nicht immer meine Tasche wechseln muss. Und da habe ich auch alles immer mit den Schlüsseln drin und so. Und jetzt habe ich mir das umgemacht, falls Hermes oder DHL gleich klingeln sollte, damit ich ganz dann aufmachen kann. Und ich gehe dann auch so ein bisschen entgegen, weil es sind ja sehr viele Stufen. Ja, das ist erstmal dazu. Ja, der Vlog wird wieder so lang werden, weil ich jeden Tag immer so ein bisschen erzähle. Ja, ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist, aber so... So erzähle ich immer so ein bisschen aus meinem Tag. Ja. Hier hatte ich, schaut mal, das sind so Buchstaben. Da wollte ich immer was Schönes hier so draufkleben und gestalten für meinen Neffen, für meine Nichte und so. Fand ich so ganz toll. Also das müsste ich auch noch irgendwann mal machen, habe ich aber nicht irgendwie geschafft. Mal... Ja, jetzt werde ich erstmal weitermachen, sonst wird es, weil wenn man dreht und nur spricht, vergeht die Zeit so schnell. Ich muss noch Betten machen, dann wollte ich noch lüften und ich muss ja noch essen. Also dann sehen wir uns gleich wieder oder später jedenfalls. Schaut mal, das Eichhörnchen ist wieder da, ich war gerade am Betten machen. Als ich heute zum Markauf ging, da habe ich auch am Gehweg, auf dem Weg dorthin, so einen Haselnussbaum gesehen. Und also da hätte ich die ja aufsammeln können. Dann könnte ich die hier in den Garten werfen fürs Eichhörnchen. Aber ich kann mich ja so schlecht bücken. Muss mal schauen. Vielleicht so ein paar, also ich da welche hinwerfe. Also so auf den Rasen, wenn das Eichhörnchen nicht da ist. Und findet es vielleicht mal so ein paar Haselnüsse. Weil, wo ist das denn jetzt hier? Boah, war das flink.
Ja, jetzt kann ich nicht mehr so gut filmen. Ja, so sieht es in unserem Garten aus, beziehungsweise unserem Mietergarten. Ja, ich habe jetzt die Betten fertig gemacht. Ich hatte euch das eben mit den Eichhörnchen gefilmt. Jetzt werde ich, hatte ich meine Hände nochmal gewaschen. Jetzt werde ich meinen Blutzucker messen. Ich muss das 4-mal am Tag machen und ich habe auch so ein Blutzuckertagebuch. Seit circa 3 Wochen ist es nämlich so, ich hatte ja einen Zuckertest gemacht. Beim Frauenarzt ist es so, dass man das ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche machen muss. Und der ist nicht so gut ausgefallen. Und dann wurde nach dem Wochenende wieder einer gemacht und ein größerer. Da muss man eine Wasserlösung mit Glukose trinken. Und dann hatte ich darauf den Tag ja den Anruf vom Frauenarzt, ja, dass meine Werte sehr schlecht sind. Und ich habe dann eine Überweisung bekommen. Und ich war jetzt auch schon 3-mal im Diabeteszentrum. Da habe ich eine sehr nette Ärztin und ich hatte auch schon eine Ernährungsberatung dort. Und ja, ich habe Gestationsdiabetes und ich komme jetzt da so ein bisschen mit klar, auch mit der Situation. Und ja, deswegen hat sich auch meine Ernährung so ein bisschen auch umgeändert, was ich so zum Frühstück nur essen darf. Also das ist auch schon eine ganz andere Umgewöhnung als sonst. Ja, das werde ich jetzt machen und hier trage ich dann halt auch immer ja auf, was ich esse und ich muss ja auch mehrmals meinen Blutdruck halt auch einfach messen, weil ich ja auch hohen Blutdruck habe. Die Dosis musste dann erhöht werden mit meinem Blutdruck-Tabletten und ja, die Werte sind jetzt gut, aber ich muss trotzdem immer regelmäßig messen. Das ist mir auch selbst persönlich sehr wichtig, dass ich das mache für mich, aber auch für den Arzt, also für die Ärztin. Und das Gute ist, bei dem Diabeteszentrum sind die auch spezialisiert auf nicht nur Diabeteskrankheiten, sondern aber auch für Nierenkrankheiten und für Bluthochdruck. Und deswegen bin ich da auch gut aufgehoben. Ja, jetzt werde ich das erst machen. Dann Medikamente unter anderem nehmen und dann essen auf jeden Fall. Ja, dann sehen wir uns nachher wieder. Das erste Paket ist angekommen von Bonprix, aber das Doofe war, unten war die Tür verschlossen, also die konnte sich nicht automatisch öffnen, da hatte jemand die versperrt zugemacht, das war richtig doof, also da musste ich dann den ganzen Weg runterlaufen. Weil ich habe ja heute noch vor, dass ich einige Male runter möchte. Das war schon ein bisschen doof. Dann habe ich die Gelegenheit genutzt, in den Keller zu gehen und so ein paar Herbstdeko-Sachen mit hochzunehmen. Die wollte ich euch dann aber auch nochmal zeigen. Da wollte ich auch noch ein bisschen dekorieren. Ich habe dann hier zum Beispiel, zeige ich euch dann gleich einmal. Das ist so ein Tablett und hier kommt dann eigentlich immer so meine herbstliche beleuchtete Flasche rein, aber die habe ich ja schon verpackt gehabt. Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Karton die ist und die suche ich jetzt nicht raus. Also ich kann das auch nicht raussuchen, weil die Kartons ja so gestapelt sind. Das habe ich, aber das werde ich noch schön mit einer Lichterkette dekorieren. Dann habe ich hier noch etwas, das ist aus dem Dollar Tree. Das hatte ich mal gekauft. Das hat auch 1 Dollar gekostet. Das hier, das hänge ich immer an meine Küchentür. Mal schauen, oder ob ich da den Kürbis hinhänge. Muss ich mal gucken. Ich habe den Kürbis da schon ja, ans Wohnzimmer gehangen. Hier habe ich noch einen gebastelten Igel. Den hat meine Nichte mir mal geschenkt. Also das ist auch schon echt einige Jahre her. Den hänge ich aber auch noch mal auf. Dann habe ich sowas. Das wollte ich dann auch noch nehmen. Dann habe ich auch noch mal so ein Kürbis. Da waren mal Süßigkeiten drin aus dem Action. Das wollte ich dann auch ja, dekorieren. Ich habe davon, meine ich, noch einen. Da muss ich unten noch mal gucken. Ich habe jetzt erstmal nur ein paar Sachen hochgeholt. Ja, dann so eine Lichterkette mit Kürbissen und dann habe ich auch noch meinen anderen Igel. Ja, den habe ich dann mitgenommen. Ja, das wären erstmal so ein paar Sachen, da kann ich so ein bisschen schon dekorieren.
Ja, jetzt muss ich gleich meinen Blutzucker messen und danach spülen. Ja, und dann werde ich mich erstmal ein bisschen ausruhen, weil mich hat das irgendwie schon erschöpft, die Treppe hoch und dann wieder. Also ich musste die ja dann schneller runter, weil der Hermesmann ja vor der Tür stand und ja, das war richtig doof, dass die Tür da nicht aufging. Ich habe die jetzt geöffnet unten. Ja. Ja, ich habe Kartoffeln geschält, weil ich wollte eigentlich zum Aldi und es hat dann so stark angefangen zu regnen. Ich wollte eigentlich gerne so Sachen für Spaghetti Bolognese kaufen. Und dann hört der Regen auf und dachte ich mir, ach, ich habe doch so Hunger auf Spaghetti Bolognese anstatt auf den Kartoffel-Zucchini-Auflauf. Ja, ich habe dann hier trotzdem diese Kartoffeln, die wollte ich dann für Kartoffelsuppe machen. Und für morgen. Und weil dann kann ich die Kartoffelsuppe auch teilweise auch einfrieren. Und für Spaghetti habe ich mir dann auch einfach gedacht, habe ich das schon so vorbereitet, dass es dann, wenn ich wiederkomme, dass ich dann direkt damit starten kann. Hier ist auch noch so ein bisschen Zwiebel, das werde ich auch noch klein schneiden. Ja, dann nehme ich noch ein Schirm mit und dann geht es gleich los zum Aldi. Ja, da bin ich wieder. Ich bin wieder zu Hause, gerade reingekommen. Und das Coole war, das eine Weihnachtsgeschenk für meine Nichte wurde mir vor die Tür gelegt. Ich bin so froh, da ist die Kindernähmaschine drin. Ich bin so froh darüber, also, dass es angekommen ist und dass es nicht morgen erst kommt. Ja. Ja, jetzt werde ich erstmal alles in Ruhe auspacken, was ich gekauft habe, und dann werde ich mir die Spaghetti Bolognese machen. Ich kann euch aber trotzdem noch zeigen, was ich so gekauft habe. Ich habe so drei Bananen. Ich darf ja nicht mehr so viel Bananen essen. Also höchstens pro Portion 100 Gramm. Das wäre eine halbe Banane. Also so kann man vielleicht mal einmal am Tag vielleicht mal eine essen, aber nicht immer. Dann habe ich mir so welche Haushaltshandschuhe gekauft. Benutze ich jetzt fürs Spülen. Nehme ich einfach, weil ich ja jetzt mich immer in die Finger stechen muss. Da sind gleich drei drin. Die waren im Angebot für 1,99. Dann habe ich Spaghetti, weil ich gucke auch immer, wie das mit dem Zucker hier ist. Zum Beispiel hier steht, wie ich das meine Kohlenhydrate, davon Zucker 3,0 Gramm. Und ich hatte auch bei Dinkelspaghetti geguckt, da ist auch 3,0 Gramm. Und ich finde immer, dass diese Vollkornprodukte nochmal meinen Blutzucker steigen, habe ich so das Gefühl. Deswegen habe ich die gekauft einfach. Dann habe ich das hier gekauft für zwischendurch. Das esse ich dann mal gerne mit Frischkäse einfach mal. Dieses hier. Dann habe ich einmal noch was fürs Baby gefunden. Dieses hier. Das ist so ein kleiner Spiegel. Fand ich so ganz süß. Habe ich mitgenommen. War reduziert auf 4. Kann man das dann auch noch einmal sehen. Dann habe ich so eine Pflanzencreme, weil unsere fast leer gegangen ist. Nehme ich immer gern zum Braten. Dann so eine Margarine, so eine Halbfettmargarine. Unsere ist fast sehr verbraucht. Dann habe ich einmal Hackfleisch gekauft. Und ich habe für meine Buttermilch-Kartoffelsuppe, da habe ich einmal noch mal so diesen Kantenschinken gekauft. Da habe ich gleich zwei mitgenommen. Ja, und dann habe ich mir noch was gegönnt. Das ist so eine Zitrone. Da ist null Zucker drin, 100% Geschmack. Also da sind dann so andere Stoffe drin, die das süß machen. Aber das habe ich mir jetzt einfach, das wollte ich so gerne haben. Also man darf das ruhig trinken in der Schwangerschaft. Das ist jetzt nicht unbedenklich, aber man soll davon nicht so viel davon trinken, weil es nicht über die Plazenta ausgeschieden wird, sondern aufgenommen wird, sondern
Es wird, wie soll ich sagen, es wird im mütterlichen Körper verstoffwechselt. Also es geht nicht über die Plazenta auf das Neugeborene. Ja, aber man soll nicht so viel davon trinken. Und das habe ich mir dann so gegönnt. Ja, und das werde ich jetzt verräumen, dann die Spaghetti machen, dann weiter dekorieren, beziehungsweise dann die ganzen Pakete aufmachen und dann dekorieren, nachher dann noch einpacken und noch ja, weiter meinen Geburtsvorbereitungskurs gucken und dann, ja, habe ich es geschafft für heute. Also richtig viel, also so seht ihr einfach in meinem Vlog, Alltagsvlog, wie so ein Tag bei mir ausschaut. Ja, dann gucke ich einfach mal weiter, wann ich dann das nächste Mal filme für euch. So, das ist meine Spaghetti Bolognese, die werde ich jetzt essen. Das ist jetzt mein Mittagessen. Und ja, dann werde ich meine Pakete auspacken. Wie schon gesagt, dann herbstlich dekorieren, aufräumen und noch weiter Sachen packen. Also ich habe noch ein bisschen was vor heute. Ich habe jetzt was dekoriert. Das wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Ich hatte ja an meinem Küchentisch hatte ich ja dieses kleine Körbchen mit dem Igel. Und dann hatte ich ja dieses Tablett hier auch noch, wo ich sonst ja immer meine herbstliche beleuchtete Flasche habe. Und jetzt habe ich das so gemacht, habe das da so reingetan. Und ich finde, das sieht echt wunderschön aus. Und ich zeige euch das jetzt im Dunkeln. Ja, so sieht das aus. Das werde ich dann wahrscheinlich auf dem Wohnzimmertisch eventuell hinstellen. Dann sieht das also so ein bisschen gemütlicher aus. Habe ich mir so gedacht. So kann man das einfach gut so aufpeppen. Ihr kennt ja vielleicht diese Lichterkette, die habe ich ja im Action gekauft. Und damit hatte ich ja auch das maritime Hochzeitsgeschenk auch mitgestaltet mit so einer Lichterkette. Und dann hatte Action die wieder gehabt, auch sogar im Angebot. Da habe ich mit zwei von diesen Lichterketten ja mitgenommen gehabt. So sieht das einmal aus. Ja, dann werde ich morgen den Wohnzimmertisch schön dekorieren, also das da schön draufstellen. Da kann ich euch das dann auch noch mal zeigen. So, heute haben wir den 2. Oktober. Es halt ein bisschen. Ich bin nämlich im Haus und ich war jetzt hier und habe jetzt etwas für die Handwerker gebracht. Also ich habe ja so drei Multifunktionstische. Einen habe ich abgeputzt und schon in den Keller gebracht. Die sind ja unten, also richtig leicht. Und ich hatte gestern, war ich im Markauf, da habe ich unter anderem Knoppers gekauft, Ballisto und dann nochmal sowas. Das ist ähnlich wie, ich glaube, sowas wie Duplo. Und dann das hier habe ich da gesehen und das hatte ich vom Lidl. Ja, und das haben die Handwerker, das hatten die hier so. Das stand dann da schon so. Ich habe das dann geputzt und dann können die sich das dann einfach nehmen für ihre Pause. Also sie sind so zweit, also es sind Trockenbauer. Oben sieht das auch schon ganz anders aus. Also der ganze Boden ist ja aufgemacht. Also hier ist ja richtig Baustelle. Und ich war eben in unserem ja, Stadtteil. Da war so ein Kinderflohmarkt. Und heute hat es geregnet, aber der ist trotzdem stattgefunden. Und ja, da war ich und da habe ich richtige Schnapper gemacht. Ich habe jetzt richtig an einem Stand, da habe ich ganz viele Alvi-Schlafsäcke bekommen. Dann noch von, das ist so eine Teddy-Marke, auf jeden Fall so eine richtig teure. Und davon habe ich ja so ein Shirt. Und alles nur für 10 Euro, so ein Schnapper. Also ich habe da auch noch zwei Schwangerschaftsbücher gekauft, also auf dem Flohmarkt zwei Bilderbücher und noch ein paar kleine Anziehsachen fürs Baby. Ja, noch ein Babyalbum. Also da habe ich richtig gut
bin ich richtig gut fündig geworden. Also ich mit Schlafsäcken bin ich jetzt gut eingedeckt. Wenn ich die nicht mehr brauchen sollte, irgendwann, dann kann man die ja trotzdem mir irgendwann mal verkaufen. Und ja, auf jeden Fall, ich war richtig voll bepackt. Also es war eine richtig schöne Gegend, war ich noch gar nicht. Das ist auch so, gehört auch zu diesem Stadtteil, wo wir jetzt wohnen. Aber ich merke, unser Stadtteil ist richtig riesig. Ja, jetzt wollte ich mich gleich auf den Weg nach Hause machen, aber ich wollte dann einen Stopp im Action machen, weil ich Luftpolsterfolie brauche. Und ja, das wollte ich dann holen. Also nicht eine Rolle, ich wollte vielleicht drei oder auf mindestens zwei holen, weil dann kann ich weiter was Sachen einpacken. Ich habe auch jetzt meine Umstandswinterjacke, die hatte ich ja umgetauscht, weil oben war das zu eng. Die ist dann gestern gekommen. Und ja, am Donnerstag kann ich euch auch noch erzählen. Da war ich mit einer Bekannten, das ist auch eine Freundin, die hatte mich abgeholt und dann waren wir Adventure Golf spielen und dann waren wir noch am See spazieren und später hat sie mich dann auch noch bei McDonald's eingeladen zum Essen. Und dann hatte ich dann ihr, also vor McDonald's, dann hier das Haus auch nochmal gezeigt. Und dann habe ich die Trockenbauer kennengelernt. Die waren super nett. Und ja, und die arbeiten sehr, sehr fleißig. Also bei uns ist richtig viel. Also man sieht, das ist richtig Baustelle jetzt. Und weil die so nett waren, wollte ich irgendwie gerne hier ein bisschen Süßigkeiten für die hinstellen. Und können die sich das nehmen? Ja, und dann werde ich gleich losfahren, werde dann hier nochmal auf Toilette gehen und dann geht es gleich los. Ich denke mal, dass ich mich dann morgen bei euch melden werde. Dann werde ich euch dann auch meine Sachen vom Kinderflohmarkt dann einfach auch mal zeigen. Oder ich mache ein separates Video, kann ich auch machen, das ist vielleicht ganz gut. Ich muss mal gucken, weil es sind ja schon, wenn ich von letzter Woche noch mal gucke, immer von dieser Woche, dann ist es schon richtig viel. Aber also das war, hat richtig Spaß gemacht. Auf jeden Fall war das richtig viel Erfolg in dem Flohmarkt. Das hat mich voll gewundert, weil die zwei Flohmärkte, wo ich davor war, die waren halt nicht ganz so gut. Also die waren schon gut besucht, der eine, aber es war nicht ganz so viel los wie heute. Naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon so viele Sachen, die ich jetzt gekauft habe und ich brauche nur noch vereinzelte Sachen. Dann bin ich komplett mit meiner Babyausstattung ja schon fast fertig. Ja, das war so einmal zu heute und dann denke ich mal, werde ich morgen mich dann noch mal melden, eventuell mit dem Babyflohmarkt-Haul oder ich zeige dann einfach eventuell packe ich das hier mit in dieses Video hinein. Hallo ihr Lieben, heute haben wir den 6. Oktober, Mittwoch. Und ja, das letzte Mal hatte ich ja am Samstag gefilmt. Ja, und ich wollte euch hier einmal zeigen, so sieht das einmal aus. Also das ist so der Wohnzimmertisch. Ich habe den jetzt nicht ganz dekoriert. Ich habe mir gedacht, dass ich den Igel wieder rausnehmen und den in die Küche tue, weil irgendwie die Kürbisse, das sieht hier alles ein bisschen groß aus und auch diese Haselnuss hier. Und weil ich hatte ja dieses runde Plant-Set gehabt, dieses Orange, und da habe ich jetzt nichts drauf, weil ja meine Herbstdekokiste im Keller steht und ich komme da nicht so gut dran, um da drin zu wühlen. Ja, und dann habe ich gedacht, ich packe den Igel dann wieder in die Küche. Ja. Ja, ich wollte euch ja noch so ein paar Sachen zeigen, die ich letzte Woche auf dem Flohmarkt gefunden habe am Samstag. Und ich zeige euch einfach mal, was ich da so habe. Also ich habe einmal dieses Buch, das war 3 Euro. Dann einmal dieses Schwangerschafts-Yoga-Buch mit diesem hier. Diese beiden Bücher quasi. Und dann habe ich noch 5 Wollsäckchen. Diese 5 Wollsäckchen, die waren dann alle für
7,50 Euro mit diesen beiden Büchern. Das ist richtig cool. Die Söckchen, die hole ich gleich raus. Muss ich erstmal gleich gucken. Ja, hier habe ich die dann schon. Das sind diese hier. Oder ich habe, glaube ich, nur vier. Ja, ich glaube vier. Das ist echt ein guter Schnapp. Haben also einmal diese Wollsäckchen. Und dieses hier finde ich richtig toll. Das habe ich schon öfters mal so auch in ja, verschiedenen Läden gesehen. Aber dann habe ich die dann immer wieder zurückgelegt, wegen dem Preis irgendwie. Und jetzt habe ich selber so welche. Fand ich so ganz schön. Und so welche gestrickten oder gehäkelten Söckchen sind ja immer schön warm. Jetzt habe ich insgesamt, meine ich, vier, weil eins habe ich auch mal geschenkt bekommen auf dem Flohmarkt. Und diese Bücher, also die sind wie neu. Hier steht zum Beispiel einmal Recht und Finanzen, Erste Hilfe. Und ja, das fand ich so richtig cool. Und im Original, schaut mal, das hat fast 17 Euro gekostet. Und das ist richtig, auch die Seiten sind noch richtig gut. Und dann dieses hier. Aber hier fehlt leider die CD. Also da kann ich dann vielleicht auch noch ein paar Übungen machen. Und die beiden Bücher und dann die Söckchen für 7,50 Euro. Das ist echt ein Schnapper. Dann habe ich noch richtig eingeschweißt. Das ist so ein Erinnerungsbuch. Das habe ich für 3 Euro gekauft. Da hatte die Mutter gesagt, sie hatte so viel geschenkt bekommen und deswegen hatte sie das noch. Und ich finde das richtig cool, weil das ist noch so wirklich eingeschweißt. Und hier kann man das dann einmal sehen, was man dann so eintragen kann. Da kann man so Fotos machen und ja, da kann man diese Momente festhalten, irgendwelche Größen und Erinnerungen. Ja, dann habe ich für 4 Euro insgesamt so ein paar Teilchen bekommen. Dann einmal dieses kleine Jäckchen. Das fand ich so ganz süß. Das sieht auch noch sehr gut erhalten aus. Das hat so 2,50 Euro gekostet. Dann habe ich für 1 Euro dann diesen Strampler. Und dann einmal dieses Jäckchen für 1 Euro. Also ich bin richtig froh, dass ich so viele coole Teilchen gefunden habe. Und vielleicht fahre ich nächste Woche vielleicht auch nochmal zu einem Flohmarkt. Ich muss erst mal gucken, ob es irgendwo einen gibt. Dann habe ich für 1 Euro diesen Schlafanzug mit diesen Dinos drauf. Die sind auch so richtig süß. Den habe ich. Dann habe ich einmal diesen Alvi-Schlafsack für 4 Euro gekauft. Das hat also eine kleinere Größe. Ich muss mal gucken. 62, 68. Das war das erste, was ich da gefunden hatte. Dann habe ich noch einen Alvi-Schlafsack in der Größe 56. 62 für 10 Euro und da sind so 2 Innenteilchen noch drin. Dann habe ich auch noch so richtig viele Schnapper gemacht. An einem Stand habe ich ganz viele Schlafsäcke gefunden. Und noch ein Oberteil von Steif, weil Steif ist ja so eine teure Marke. Alles insgesamt nur für 10 Euro. Also die kompletten Sachen und die zeige ich euch jetzt. Also das war so ein Schnäppchen. Also da habe ich richtig viel fürs Geld bekommen. Einmal diesen süßen Pulli, also dieses Shirt mit diesen süßen Teddybären. Also richtig süß. Ich liebe Teddys und ja, das war ja diese richtig diese teure Marke. Und
das gehört auch damit, also das habe ich mir dann ausgesucht und leider konnte ich da nicht so viel gucken, weil da jemand an der Kiste so dran stand. Und da musste ich so lange warten, aber ich habe ganz viele Schlafsäcke gefunden. Also dieser hier, der ist auch in der Größe 50, 56. Dann diesen hier, der ist auch von Alvi. Der ist auch 56, 52. Ja, auch in 56, 52, auch von Alvi. Und dann diesen hier, der ist auch von Alvi. 62 und 68. Ja, jetzt habe ich richtig viele Schlafsäcke. Und das sind 4 Stück. Plus das von Steif, also das Shirt. Und dann habe ich noch mir 3 so welcher Schlafsäcke. Also das zieht man dem Baby dann unter diesem Schlafsack dann an, quasi. Das hat auch so längere Ärmel quasi. Das gehört dann auch mit dabei. Also da habe ich 3 Stück von. Und alles insgesamt für 10 Euro. So, heute haben wir den 7. Oktober. Es ist schon 10 vor 10, also abends. Ich gehe gleich ins Bett und ich hatte eben noch so ein paar Kleinigkeiten eingepackt, was ich morgen verschenken wollte. Morgen besuchen wir die Eltern von meinem Mann. Und da habe ich einmal so selbstgemachte Mirabellenmarmelade und so 2 Amicellis reingemacht. Und das soll die Nachbarin von den Schwiegereltern bekommen, weil die Mutter von meinem Mann, die hatte so ein paar Sachen bei ihr abgekauft, also so Babysachen, und da haben wir auch noch was geschenkt bekommen. Und deswegen soll ihre Nachbarin, die ist auch sehr nett, das hier bekommen. Und für meine Schwiegermama habe ich dieses hier, weil sie mag gerne Vögel, und ja, das hier. Und dann habe ich noch so eine selbstgemachte Kerze, aber mir gefällt dieses Geschenkband nicht. Ich muss morgen noch mal gucken, ob ich da noch ein anderes finde. Das wollte ich dann so eine Kleinigkeit dann einfach so geben. Ich habe auch für meinen kleinen Neffen, habe ich auch schon so 2 kleine Geburtstagsgeschenke schon eingepackt. Die größeren Sachen, die packe ich dann irgendwann anders mal. Und ich möchte meinen Vlog auch, auch bald beenden, damit ich den zusammenschneiden kann und dann hochladen kann. Am Sonntag werde ich in meine Heimat gebracht. Also mein Mann fährt mich dorthin und dann verbringe ich dort eine Woche. Dann mache ich da wieder Urlaub, weil dann auch die Herbstferien sind unter anderem. Und da verbringe ich dann noch ein bisschen Zeit mit meiner Mutter und mit dem kleinen Shiba Inu. Und da freue ich mich schon drauf. Und ja, da lasse ich es mir gut gehen. Mir hat es ja im Sommer auch sehr gut getan, und die letzten 2 Tage, da habe ich ja nicht gefilmt, weil es mir nicht so gut ging. Unter anderem, also vorgestern hatte ich, glaube ich, noch gefilmt, aber dann ging es mir nicht so gut. Also ich habe gestern Nachmittag auch 2,5 Stunden geschlafen bis kurz nach 18 Uhr. Und alles, was ich gestern mir so vornehmen wollte, habe ich nicht geschafft. Und dann habe ich so gedacht, oh je, jetzt wird es wieder so sein wie in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft, weil ich so müde war und so schlapp. Aber heute ging es mir auch etwas besser. Heute war ich auch ein bisschen spazieren und dann im Aldi einkaufen. Und was ich so gemerkt habe, mir tun die Beine weh, also das heißt meine Waden, also wenn ich länger stehen muss. Und ich wollte euch was zeigen, was ich mir mal im DM gekauft habe. Das wollte ich eventuell gleich mal ausprobieren. Das ist dieses hier, das sind kühlende Beinwickel.
bei schweren Beinen in der Schwangerschaft und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, wie teuer das gekostet hat und das ist auch, also es fühlt sich auch kühl an, also das wollte ich dann gleich machen, bevor ich schlafen gehe. Und ja, das wollte ich euch noch einmal zeigen. Ja, und ansonsten werde ich morgen noch weiter ein bisschen ein paar Sachen einpacken, so ein paar kleine Geschenkchen und so. Und ich mache das ja super gerne. Wie gesagt, hier wollte ich dann quasi ein anderes Geschenkband ja, suchen noch, weil ich habe dieses hier gefunden. Aber was schön wäre, wäre dann natürlich irgendwie, wenn ich sowas Beiges hätte oder ein hellgrün. Also diese Kerze habe ich übrigens selber gemacht, also beziehungsweise diese Pergamente habe ich da selber drauf gemacht. Das sind so kleine Wachsplatten, also so. Ja, das habe ich dann. Und ja, ich wollte dann auch noch sagen, dass es mit unserem Umzug auch noch ein bisschen dauert, weil ich habe leider erfahren, dass es leider nicht im Frühjahr nicht losgeht jetzt, dass alles sich noch hinziehen wird. Quasi, also dass es auch noch bis Juni dauern kann. Ja, und das war so ein bisschen schade, weil ich alles jetzt so eingepackt habe, ganz vieles, und mich in die 3 Wochen ziemlich gequält habe, weil es sehr anstrengend war neben Haushalt und das dem ganzen Einpacken. Ja, kann man jetzt nichts machen und jetzt werde ich nichts mehr einpacken, sondern nur Platz schaffen fürs Baby. Und es mir gut gehen lassen. Also ja, also so habt ihr die Info dann auch. Und Babyparty werde ich dann irgendwie so eine Welcome-Babyparty machen, wenn das Baby da ist. Beziehungsweise nach dem Wochenbett, wenn es mir besser geht. Und dann werde ich das dann machen. Quasi habe ich mir jetzt so vorgenommen, weil ich das jetzt alles gar nicht so schaffe. Weil ich habe so gedacht, dass wir diese Welcome Party im neuen Haus machen, aber das wird ja dann noch ein bisschen sich ziehen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das dann einfach nach dem Wochenbett, wenn es mir wieder besser geht dann und sich alles so mit Baby eingespielt hat, werde ich das hier machen und vielleicht auch so eine Kombination mit Essen gehen und mal schauen. Ja, und ja, das wäre es dann erstmal für diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat er gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren oder euch so ein bisschen so, ja, so auch mal so einen Tag von mir so ein bisschen zeigen, wie es mir so geht oder was ich so mache als Schwangere oder ja. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Herbst. Bleibt auf jeden Fall gesund und wir sehen uns dann irgendwann in einem anderen Video hoffentlich. Tschüss!